Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung. Heute mal geht es sich um ein Versorgungssystem und zwar um das Versorgungssystem der Firma Aquamedic. Sie haben es ein wenig verbessert und wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, Aquamedic ist hingegangen und hat ihr bestehendes System bzw. ihr bestehendes Versorgungssystem, den Trikomplex, ein wenig verbessert. Und zwar, wir haben alle Platzprobleme in unseren Schränken und wir sind hingegangen und haben aus den 3 Behältern, haben sie jetzt 2 gemacht und das Ganze noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, konzentrierter hergestellt, damit wir das Ganze einfacher dosieren können, beziehungsweise es ergiebiger im Endeffekt ist. Ja Leute, schauen wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer an. Wir haben 2 Behälter, 2x2 Liter. Gibt es übrigens auch noch in anderen Größen, ich glaube 5 und 10, wenn mich nicht alles täuscht. Und in dem blauen Behälter haben wir einmal den pH-Puffer, das Jod und Fluor, ein Fluorkomplex. Der pH-Puffer ist im Endeffekt dafür da, dass unser pH-Wert bzw. auch unser KH natürlich somit in einem gewissen Bereich festgenagelt wird. Und zwar zwischen 8,3 und 8,6. Das ist eigentlich ein optimaler Bereich. Das dafür sorgt die blaue Flüssigkeit und wir haben die rote Flüssigkeit, in der Magnesium, Calcium, Spurenelemente, Strontium drin ist und somit die restliche Versorgung gewährleistet. So, grundsätzlich wird jetzt erstmal eine Grunddosierung vom Hersteller vorgegeben, die natürlich so auf das Becken angepasst werden muss. Also erstmal wird gesagt, wir haben 10 Milliliter pro 100 Liter Beckenvolumen. So, das gilt natürlich auch erstmal vorab. Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich hingehen muss und seine Werte überprüfen muss und dann dementsprechend somit die Flüssigkeiten steuert. Da man ja auch jetzt genau weiß, wo was drin ist, kann man dann dementsprechend auch vernünftig mitarbeiten. Schauen wir uns aber jetzt erstmal an, wie das Ganze hier aussieht. Ich mache das Kistchen mal auf hier. Und ja, das Einzige, was mich natürlich jetzt dementsprechend schon im Vorfeld beeindruckt hat, ist, wir haben hier diese festen Stangen drin, die dafür sind, um anschließend hier oben eingesetzt zu werden, um alles aus dem Behälter rauszukriegen. Das ist genau das, was ich auch in meinem letzten Video hier über die Dosieranlage, über den Evo 4 gesagt habe. Solche Stangen sind definitiv praktisch, wenn man Behälter hat. So, diese Behälter sind einmal hier, einmal in rosa bzw. rot und einmal in blau. So, ja, wie gesagt, hier diese beiden Saugröhrchen sind dabei. Die sind dafür da, dass wir dann auch, ich sag jetzt mal, alles aus diesen Behältern herausbekommen. Ich für meinen persönlichen Geschmack würde hingehen. So, ich zeige euch das mal eben. Ihr seht selber, das Ganze steht ein bisschen über und ich würde jetzt hingehen, da das Ganze dann auch besser geschützt ist, würde ich hier ein Loch reinmachen. So, ich habe da mal ein kleines bisschen was gebastelt, um euch zu zeigen, wie ich das meine. Also, da habe ich jetzt ein Loch reingemacht. Dieses ist ein kleines bisschen größer als das Röhrchen selber und das Röhrchen kann ich dann von oben einfach sauber reinstecken bis unten auf den Boden in die linke Ecke oder in die rechte Ecke. Ihr seht, das passt wunderbar. Hier habe ich meinen Schlauch, der dann zur Dosierpumpe geht und ich habe es sauber. So würde ich das machen. Und ich denke, ich weiß auch, warum Aquamedic das Ganze nicht irgendwie vorgegeben hat, weil diese Behälter beim Transport,
entsteht dementsprechend Druck. Und wenn da jetzt eine Sollbruchstelle drin ist, die man vielleicht rausdrücken kann, kann es passieren, dass diese Dinger undicht werden und das ist Mist. Deshalb denke ich mal, ist das hier auch so nicht vorgesehen, vermute ich. Ja, Leute, ihr seht, Löchlein oben rein ist kein Hexenwerk und es sieht im Endeffekt auch noch vernünftig und sauber aus. Wenn man jetzt halt hingeht und das hier schön hinstellt, es ist sauber, man kann vernünftig damit arbeiten. Was ich noch sagen würde, damit das Ganze nicht verrutscht, kann man machen, muss man aber nicht, wäre jetzt hier von der Innenseite noch einen Kabelbinder, einen kleinen Kabelbinder reinzusetzen, damit das Röhrchen nicht rausrutschen kann. Nur so als kleines Gimmick noch oben drauf, beziehungsweise als kleinen Tipp. Ja, das ist ja, steht dann relativ locker drin. Aber durch das Röhrchen ist halt gewährleistet, dass wir auch an den letzten Rest rankommen. Also wenn abzusehen ist, dass die leer werden, dann würde ich die ein kleines bisschen nach vorne stellen, dafür sorgen, dass das Röhrchen vorne in der Ecke hängt und dann kriegt er auch alles raus. Ja, Leute, wir haben ja ein schönes, kompaktes Versorgungssystem, das durchaus in der Lage ist, ein gutes Mischbecken zu versorgen. Sorgt im Endeffekt dafür, dass alles ins System reinkommt, was notwendig ist, was die Korallen brauchen. Wie gesagt, es muss auf jedes System noch angepasst werden anhand des KH. Bei Zugabe der blauen Flüssigkeit, also sprich für den pH-Puffer und die KH, kann es sein, dass es eine Trübung gibt. Das ist aber normal. Das sollte dementsprechend an einer gut durchströmten Stelle eingebracht werden. Haben wir sonst noch was? Die Firma wirbt damit, dass keine Ionenverschiebung zustande kommt. Somit müsst ihr auch weniger Wasserwechsel machen. Wie viel weniger, ja, sage ich jetzt mal ganz grob aus dem Bauch heraus, kann ich jetzt keine großartige Angabe zu machen. Ich bin raus für heute und wir sehen uns zur nächsten Produktvorstellung, was da hinten schon im Hintergrund steht. Bis zum nächsten Mal, euer Weiber. Ciao.